Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Farce und der 500er Community-Karte. Wir haben Tag Nummer 8 und wir stehen auf Rang 110 mit 8 Siegpunkten. Und wir beginnen endlich unseren Angriff auf Lorestan und wir haben auch endlich unsere Erklärung dafür, warum Lorestan eigentlich immer so inaktiv war. Liegt daran, dass sie tatsächlich inaktiv waren und jetzt auch sind. Die KI hat sie übernommen, bereits zu Tageswechsel gestern schon, meine ich, und das war gut. Und wir können das leider erst heute wirklich exploiten, weil Chorazan nochmal einen letzten Atemzug genommen hat und uns hier ziemlich Ärger gemacht hat. Die haben nochmal angegriffen, auch hier in der größeren Armee Richtung unserer Provinz in Chupanan. Und im Norden haben sie auch stark gegen Erskicker gekämpft. Da war noch einiges zu tun, das heißt, wir konnten das heute gar nicht alles umsetzen. Da musste auch Eric hier noch ein bisschen aushelfen, damit wir hier nicht überrannt werden. Und trotzdem können wir aber jetzt endlich unseren Angriff durchführen. Eric ist sogar bereits auf dem Weg jetzt hier nach Abadan rein. Das hätten wir jetzt theoretisch auch machen können, aber wir haben ja bereits einen Plan gemacht und entsprechend greifen wir jetzt hier oben an. Das könnte etwas schmerzhaft werden. Wir gucken mal, wie das läuft. Einfach weil natürlich die jetzt viele Truppen haben, die dann auch KI-technisch sehr aktiv werden. Also da müssen wir mal gucken, wie das jetzt genau für uns läuft hier und wie gut das vor allem machbar ist gegen Lorestan. Aber ich hoffe, dass uns dann eben da hier auch Eric entsprechend unterstützen kann mit seinen großen Armeen. Denn er ist ja relativ safe jetzt hier drüben fürs Erste. Das heißt, da kann er eben jetzt viele Truppen hinschicken und auch mit seinen Sturmtruppen und seinen Panzerwagen und so uns hier wirklich behilflich sein. Und der Erskicker ist ja auch da. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall nicht viel zu befürchten. Zu befürchten hatte viel leider Hejaz in Form von Isco. Isco hat hier sein ganzes Land verloren. Wir haben es ja bereits durchgesprochen, dass das hier alles sehr schnell eskaliert. Aber zum Glück konnten wir ihn da evakuieren. Seine Truppen konnten sich retten, die meisten davon sogar. Er hat jetzt insgesamt eine Truppenstärke von 79.000 noch und baut eine neue Hauptstadt in Aswan. Das ist gut, da kann er dann leben fürs Erste und wird dann auf jeden Fall zurückgebracht werden. Er bringt seine Truppen gerade nach Süden, glaube ich, irgendwo. Und wird dann wahrscheinlich teilnehmen an Kämpfen gegen verschiedene Nationen hier, wie eben in Äthiopien. Das heißt, dann kann er dort neues Leben schöpfen und dann später wieder zurückkommen in seine alten Regionen. Das ist dann die Idee. Und wir werden dann von Norden aus eben Al-Rashid besiegen, wie auch Haleb. Der Kampf hier übrigens bricht hier gerade aus, sehe ich. Da muss aber jetzt hier Paul entsprechend aufpassen. Die greifen nämlich gerade auch jetzt hier Sivas an. Da muss er schnell seine Truppen nach Süden schicken. Macht er, glaube ich, bereits. Das ist gut. Also Sivas ist unterwegs. Und hier den Rest hier zu besiegen. Oder was ist hier gerade eigentlich los? Wer greift denn jetzt hier gerade wen an eigentlich? Das ist jetzt gerade hier sehr suspekt alles. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier los? Ja. Das weiß keiner so genau. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist denn hier los? Kaukasus ist hier, das wissen wir ja schon. Er ist ein bisschen gewachsen. Ich habe wirklich keinen Plan, was hier gerade passiert. Das ist alles sehr, sehr wild. Das werden wir dann mal sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir das mit unseren Allies gemeinsam hinkriegen, dass wir dann eben entsprechend eine gemeinsame Grenze aufmachen können, dann auch bald die Koalition gründen können und dann werden ja auch schon irgendwann demnächst in anderthalb Wochen oder so dann hier auch alle wissen, wer wir sind. Das wird ja bald rauskommen, am 13. war glaube ich der Upload-Tag. Dann wird es klar sein, dann wissen alle hier, wer wir eigentlich waren und dann ist natürlich auch hier das Risiko für uns größer angegriffen zu werden. Das heißt, bis dahin muss hier so ein bisschen Ordnung reinkommen. Lorestan besiegt sein, ich habe gerade so im Hals gehabt, Verzeihung. Lorestan besiegt sein und eben auch generell hier alles geregelt sein, was wir hier so haben. Alle Probleme gelöst sein, auch ökonomische Probleme müssen gelöst sein. Die Sache mit Isco muss dann einen Weg gefunden haben, damit er hier irgendwo existieren kann. Aber ich denke, all das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Ansonsten, wir haben Fabriktag, das heißt Fabriken werden gebaut in Abadi und in Darab. Wir haben das uns gerade so leisten können, dank auch der Mithilfe unter anderem von Paul, der uns ja auch Holz geschickt hat. Und somit war hier jetzt die Möglichkeit da, das eben zu bauen. Noch ist die Provinz nicht top, weil ja auch noch die Kaserne deaktiviert und beschädigt ist, aber das ist kein Problem, wir haben eh keine Ressourcen, um die zu betreiben. Das heißt, wir werden dann erstmal nur zwei Fabriken haben, das ist aber auch genug. Wir sind ja generell schon sehr angeschlagen, wir konnten nicht viel sparen und wir werden erst dann mit der Einnahme von Lorestan wirklich ins Game einsteigen können. Wir sind noch sehr irrelevant aktuell, werden es auch eine Weile bleiben, außer wir kriegen jetzt hier wirklich viel von dem ganzen Gebiet, werden wir eine ganze Weile ziemlich schwach sein. Das heißt, ich hoffe eben, dass es für uns gut läuft, dass wir nicht zu stark hier jetzt betroffen werden. Ich könnte jetzt theoretisch auch warten natürlich, ne, bis dann hier Eric den ersten Schlag tätigt und dann eben selbst die ganze Wut der KI auf sich zieht. Aber das möchte ich gar nicht. Ich will auch weiter beitragen und mich hier nicht durchcarryen lassen. Und dementsprechend, wenn wir hier den Angriff jetzt anführen, die anderen Truppen bleiben in Reserve. Unsere große Armee greift an und dann muss das eben hier seinen Weg gehen. Das wird schon irgendwie klappen. Und dann können wir entsprechend hier diese Runde da so auch dann für unsere Allianz unterstützen. Ansonsten, ich muss mal kurz gucken, Chagai
steht hier noch, das ist ja Erstkicker, der kommt auch zum Teil wieder zurück in seine Lande, wird dann wohl ein bisschen hier auch aufpassen müssen wegen der großen Grenze. Ostägypten, was machen die eigentlich gerade so? Das wäre mal spannend zu wissen. Die sind im Krieg mit Südabessinien, das ist hier in Äthiopien. Die greifen die an, wahrscheinlich auch dann demnächst noch hier Somaliland. Haben eine große Grenze hier, eine sehr wilde Grenze, auch wenn ich mit den Formen, sieht man auch selten in Supremacy. Sehr wilde Grenze mit der Cyrenaika. Das ist ganz schön zu sehen. Das sollte aber auch möglich sein, die sind nicht so stark. Und Koalition gibt es ja auch nicht viele. Generell wenige Koalitionen, muss ich sagen. Das könnt ihr mir mal erklären, ihr, die hier mitspielt. Warum seid ihr keiner Koalition beigetreten? Erklärt mir das mal. Finde ich mich mal spannend zu wissen, weil da muss es ja einen Grund für geben, warum so viele Leute da Angst vor hatten. Liegt es daran, dass die Karte so groß ist, dass ihr eben warten wolltet? Liegt es daran, dass ihr Sorge hattet vor irgendwas? Warum hier keine Koalition? Sehr spannend zu sehen, aber die wenigsten großen Nationen sind hier in Koalitionen. Das sieht man so eigentlich nicht oft. Man sieht es manchmal, dass Leute sich da sehr viel Zeit lassen. Aber hier ist ja fast gar niemand in der Koalition. Und auch generell, es gibt sehr wenige. Das ist für diese Kartengröße eigentlich schon sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Viele sind ja noch aktiv. Das heißt, umso spannender, dass es so wenige Koalitionen gibt. Dafür sehr spannend finde ich die Zeitung. Finde ich super cool, wie viel hier geschrieben wird, wie viel Roleplay. Ich versuche es mal ein bisschen zu lesen. Ich komme kaum hinterher. Hier wird richtig viel geschrieben. Das finde ich total super. Also das ist, klar, da ist für alle was dabei, da gibt es sehr viel zu lesen, finde ich eigentlich sehr cool, kann man auch ein gutes Bild bekommen über die Stimmung auf der Karte, was ich sehr schön finde. Das ist mir immer ein sehr liebes auf den großen Karten, die wir organisieren, dass da immer Leute auch Roleplay betreiben, weil das Spiel sich dafür natürlich auch anbietet. Es gab ja früher so viele große RPs auf den Karten, das ist heute ein bisschen seltener geworden, weil es ja auch die Zeitlimits gibt, die das so ein bisschen reduzieren. Ich hatte mal früher ein RP, das ging über ein Jahr und das war sehr cool auf einer 31er-Karte, das war ziemlich fun. Aber das gibt es heute seltener, habe ich zumindest gesehen, auch weil jetzt Provinzen-Trading ein bisschen weniger geworden ist, weil auch das Einheiten-Trading rausgenommen wurde, das gab es ja auch früher mal, weil die KI jetzt ein bisschen schwieriger ist, der Markt wird teurer, das macht dann quasi in seinem kleinen Land zu bleiben immer sehr schwierig, das kann man auf Dauer nicht wirklich finanzieren. Das heißt, RPen ist etwas schwerer geworden, aber ich habe das früher sehr gern gemacht, war immer sehr witzig und deshalb finde ich es cool, wenn Leute das eben auch jetzt immer noch machen im kleinen Stil, das finde ich immer sehr witzig. Das Gute ist, Erstkicker wird hier in 20 Minuten dann Saman einnehmen, hoffentlich auch direkt einnehmen. Und dementsprechend werden dann die Einheiten sich hier auflösen. Das heißt, wir müssen uns da keine Sorgen mehr drum machen. Wir haben gerade 1000 Truppen verloren. Eric hat gerade mal 6000 verloren. Das heißt, der Schaden ist gering. Und dann haben wir damit auch dann Shorazan besiegt und können dann direkt weitermachen. Das ist für uns top und somit wird dann hier sich einiges lösen. Ich hoffe dann, dass das dann Eric direkt hier loslegen kann. Wir haben auch bereits abgesprochen, wenn Provinzen ungünstig fallen, dann können wir uns da auch gegenseitig supporten, die Provinzen dann tauschen oder sogar Krieg erklären, um Provinzen einzunehmen schnell. Alles möglich, alles machbar, dass eben hier keiner zurückbleibt. Das wollen wir alle nicht und somit können wir das hier entsprechend lösen. Das ist gar kein Problem. Wir gucken mal ganz kurz in die Stats noch rein. Die mächtigsten Armeen werden wir uns nicht wiederfinden, befürchte ich. Da sind wir nicht willkommen. Ansonsten sind wir, glaube ich, nirgends generell hier vertreten. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Einnahme von, jetzt hat sich, glaube ich, Supremacy aufgehängt. Das ist natürlich jetzt äußerst schön. Die Einnahme von Loristan sollte hoffentlich das dann lösen. Dass wir eben dann auch mal wirklich ökonomisch ein bisschen stärker werden. Eric ist ja bereits sehr gut dabei. Wir jetzt noch nicht so wirklich. Unsere Allies auch. Wir sind so ein bisschen das Schlusslicht gerade, aber das ist okay. Das wird eben noch ein bisschen brauchen. Ich glaube, die Zeit hat sich hier gerade. Ach, jetzt geht's wieder. Dankeschön. Es wird ein bisschen brauchen. Wir haben viel Schaden genommen, aber überall 100% ist das Ziel und wir kommen dahin. Und diese großen Provinzen hier mit dem ganzen Getreide, das ganze Holz, das wird super schön sein. Und dann natürlich auch die Hauptstadt Kurm. Das wird uns dann am Ende hier wirklich sehr helfen. Und da schaue ich gerne voraus. Wir hatten übrigens heute ein bisschen Stress mit Al-Rashid gehabt. Ich habe da gestern einfach mal aus Spaß in der Infanterie hingeschickt. Und die ist da angekommen und auch fast gelandet. Und dann meinte er, was ist denn hier los? Und dann meinte ich, ja, ne, ich habe nichts gesagt, aber ich habe es einfach mal dann wieder zurückgezogen, die Einheit. Ich fand das nur witzig. Die Chance war ja da, dass wir ja spontan landen könnten. Wir könnten auch danach nochmal versuchen, Pier Wurra einzunehmen. Das wäre auch witzig. Aber ich glaube, dann ist hier wirklich Stress. Das heißt, wir machen das erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier unseren Gang und dann werden wir erstmal nicht jetzt hier jemanden zum Feind machen, das muss ja noch nicht sein, da Al-Rashid auch erstmal nicht angreifbar ist für uns, nicht wirklich zumindest, auch dann müssen wir aufpassen hier, die Grenze ist ja fast erreicht und da jetzt hier drüben die Kampagne erstmal vorbei ist, könnte Al-Rashid auch einiges an Truppen tatsächlich hier hinschicken und da wären wir dann ein bisschen in Gefahr, das heißt, wir werden das erstmal nicht machen und hier ein bisschen passiv bleiben und eben vor allem mit unserer Allianz hier zusammen spielen. Gerade Störgeräusche, das ist ja, wo kommt der denn her? Ach, das ist hier mein Wecker, der macht ja Störgeräusche, ach so.
Das ist ja ein Ding. Naja. Okay, gut. Und damit wäre es das von heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.